So, wir drehen jetzt mal wieder ein Video und das Video wird ja... Lass uns ein Video drehen. Genau, das Video wird ja eingebunden, das wird eingestellt in YouTube und eingebunden dann auf den jeweiligen Blog. Das, was bei YouTube funktioniert, funktioniert jetzt auch im Fotobereich, habe ich gesehen. Getty hat ja jetzt... Ja, die Geschichte, genau. Hat ja jetzt was ganz Tolles rausgemacht. Sie haben ja jetzt die Möglichkeit, das riesige Fotoarchiv von Getty, also Teile davon, dass ich es verwenden kann für meinen Blog. Ja. Diese Woche kam die Nachricht, es ist nicht das ganze Archiv, es ist ein Teilbereich, genau, der jetzt kostenlos zur Verfügung steht zum Einbinden in Blogs. Ich frage mich nur, warum machen die das? Ich würde nur sagen, es ist eine Riesenresonanz. Ich glaube, du darfst es nicht verwenden, wenn dein Blog kommerziell ist, also wenn du dafür Geld bekommst. Okay. Mein Gott, das ist ja okay, das ist ja eine Sache. Also die meisten Blogs verdienen ja sowieso kein Geld, also kann man es machen. Und die Qualität wird natürlich deutlich höher und die ganze Sache mit dem Illegalen fällt weg. Es ist ja sowieso so eine Geschichte, wo man schon länger die Meinung vertreten kann, dass das amerikanische Urheberrecht im Grunde genommen besser ist für die Urheber, weil es erlaubt, dass Dinge verwendet werden. Mhm. Jetzt, wenn man die These vertritt, es ist möglich, in kostenlosen, in unkommerziellen Blogs Sachen zu verwenden, dann sehe ich nicht den Schaden für den Urheber. Ich sehe eigentlich nur den Nutzen, dass das Material halt sichtbar ist, auch eine gewisse Verbreitung dadurch erfährt. Und das kann eigentlich für den Urheber kein Nachteil sein. Im Gegenteil, wie will man denn es schaffen, dass alle Blogger, die kein Geld damit verdienen, Urheberrechtsabgaben zahlen? Also wo soll das Geld herkommen? Ja. Ich verstehe es nicht. Interessant ist, es geht ja nur für Online-Medien. Da bin ich jetzt eine Printredaktion bin und schönes Bildmaterial bräuchte und vielleicht ja auch nur das Print quasi auf... Ja, nicht mit Gewinnabsicht rausgebe, da gilt es ja nicht. Das geht nur für online. Offenbar will man Print, im Print immer noch Geld verdienen. Ja, und bei Getty scheint es ja auch zu funktionieren. Ja. Also bei Getty hat ja als Low-Cost-Variante ja dann iStock-Foto im Programm, was man ja verwenden kann, um eben Bilder zu kaufen. Wer jetzt nicht bereit ist, diese hundsteuren Bilder von Getty Image zu kaufen, der kann etwas preiswerteren kaufen für die Bilddatenbank, für du und mich. Aber für den Online-Bereich scheint es doch jetzt eine ganz gute Lösung zu sein. Gut, es ist Longtail. Das heißt, es verursacht bei Getty keine Kosten, wenn die Bilder verwendet werden. Also kann man es eigentlich auch zulassen. Wahrscheinlich hat man auch gemerkt, dass man in der Klientel sowieso kein Geld verdient. Ja, genau. Also ist es unter dem Aspekt egal. Aber es schärft den Brand natürlich. Es schärft den Brand und es gibt ja durchaus Blogger, gerade in den USA, die sowas sind wie Leitmedien in ihrem Bereich, mit natürlich der logischen Folge, dass eine Elite dann diese Sachen dort sieht und hoffentlich vielleicht möglicherweise irgendwann mal so ein Bild lizenziert. Also ich denke, dass das die Richtung ist, in die es geht, dass man im Grunde genommen Werbung machen möchte für sich selbst und natürlich, wir müssen mal schauen, wie lange es dauert. Könnte mir auch vorstellen, wenn das richtig gut funktioniert, sagt Getty irgendwann so, jetzt machen wir die Klappe wieder zu. Ja, genau. Und, jetzt hier bitte. Und dann ist es wieder wie vorher. Wie vorher. Also wieder interessante Entwicklung und ja, das Netz schläft nicht, es bewegt sich jedes Mal was Neues. So ist's. So geht's. Jetzt fehlt der gleiche Spaß noch im Musikbereich, oder? Da gibt's ja schon was. Im Musik- und im Videobereich. Ja. Im Musikbereich. Eine schwere Frage. Im Musikbereich ja haben wir das GEMA-Problem, ne? Was ist das? Ach, GEMA. Ja. Hör mal auf. Sprechen wir ein anderes Mal über die GEMA. Ja. Ich mag nicht. Tschüss.